8 Bücher, die ich im März gehört und gelesen habe. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier insgesamt 6 Bücher, davon 2 angefangen und 4 durchgelesen. Plus es folgen noch 4 Hörbücher, die ich im März vollständig gehört habe. Genau, wie immer blende ich hier einfach mal die Inhaltsangabe der Bücher ein. Dann könnt ihr immer pausieren und es euch durchlesen. Das erste Buch von Wolfgang Bücher, Heimkehr. Dem habe ich 3,7 von 5 Sternen gegeben. Das Buch hatte ich schon, glaube ich, im Februar angefangen, aber jetzt erst im März beendet. Das ist ein gutes Buch über bestimmte Menschen und deren Leben in und mit der Natur. Ich hatte jetzt zwar eigentlich von dem Buch eine andere Erwartung, also dass es eher so ein bisschen zurückgezogener ist und ruhiger und alles, aber das wurde nicht so ganz erfüllt. Also die Erfahrungen aus dem Wald wurden zwar richtig schön beschrieben, nur es ist meiner Meinung nach nicht unbedingt 100% das, was hinten drauf steht. Trotzdem ein schönes Buch, 3,7. von 5 Sternen. Kommen wir zum nächsten Buch, Das Glück des Wolfes von Paolo Cognetti. Habe ich mit 4 von 5 Sternen bewertet. Das ist eine wirklich atmosphärische Geschichte mit, ja, wirklich richtig guten Charakteren und auch einer wunderschönen Umgebung in den Alpen. Also generell die Landschaftsbeschreibungen sind wieder wunderbar. Das ist insgesamt ein sehr ruhiges Buch mit klaren und auch kurzen Sätzen. Und hier steht sogar drauf, vom Autor des Bestsellers 8 Berge, zu diesem Buch, was ich auch irgendwann mal gelesen hatte, was ich übrigens sehr liebe, da habe ich starke Parallelen gesehen. Also, wenn ihr 8 Berge mögt, werdet ihr das wahrscheinlich auch mögen. Das nächste Buch, Zugvögel. Das habe ich irgendwie überall gesehen, das war richtig im Trend. Und jetzt habe ich es auch mal gelesen und dem würde ich 4,5 von 5 Sternen geben. Ja, insgesamt eine traurige Geschichte, die aber wirklich gut geschrieben ist. So, diese großen Zeitsprünge waren teilweise so ein bisschen verwirrend, aber im Allgemeinen durch diese Charaktere, die zwar auch mal ein bisschen intensiver waren und so, was aber trotzdem ein sehr, sehr starkes und tolles Buch. Also absolute Empfehlung für dieses Buch, 4,5 von 5 Sternen. Kommen wir zu meinem Favoriten aus diesem Monat, und zwar Wie schwimmen im Meer. Habe ich mit 4,7 von 5 Sternen bewertet. Und ich konnte wirklich so sehr mit den Protagonisten mitfühlen. Ach, man ist da wirklich so in diese Geschichte eingetaucht. Das habe ich auch wirklich schnell durchgelesen. Am Ende gab es dann einen krassen Wendepunkt. Ich werde dazu nichts sagen, aber fand ich schon echt gut gemacht. Und auch generell wurde das Thema Aromantik wirklich sehr authentisch vermittelt. Also absolute Empfehlung, mein Monatsfavorit. Dann habe ich noch 2 Bücher zumindest angefangen, und zwar einmal das hier, Unsere Schmetterlinge von Josef N. Reichholf. Da kann ich noch nicht so viel dazu sagen, weil ich es noch nicht durch habe, und da gibt es dann im nächsten Monat meine Bewertung und Einschätzung dazu. Und dann noch von Wilhelm Schmidt, Heimat finden. Das habe ich auch erst angefangen, gibt es dann auch im nächsten Monat das endgültige Feedback. Genau, jetzt habe ich hier nichts mehr so zum Zeigen, sondern nur noch zum Einblenden, weil wir jetzt zu den Hörbüchern kommen. Das erste Hörbuch heißt Saubere Zeiten von Andreas Wund. Ich hätte es mir im Allgemeinen ein bisschen tiefgehender gewünscht, die ganze Geschichte, aber insgesamt war es trotzdem eine sehr packende Story. Ich habe dieses Hörbuch, glaube ich, wirklich schnell durchgehört, also habe da wirklich lange Hörparts gehabt, weil ich dann nicht mehr aufhören wollte. Ja, ich mochte das Hörbuch wirklich sehr und hab's verschlungen. Es ist ein meiner Meinung nach sehr gefühlvolles Buch, was zeigt, wie wichtig Kommunikation ist. Vor allen Dingen zu Lebzeiten. Was mir noch aufgefallen ist, dass das Erzähltempo relativ schnell war, weil es oft Zeitsprünge gab. Aber wie gesagt, allgemein fand ich es toll. Ach so, bewertet habe ich das mit 4,3 von 5 Sternen. Das nächste Hörbuch heißt Erstaunen. Und um jetzt mal den typischen Wortwitz reinzubringen,
hat mich sehr erstaunt. Ja, dieses Buch hat eine tolle Message und war auch sehr emotional an vielen Punkten. Mich haben teilweise auch die ganzen Fachbegriffe ein bisschen verwirrt, aber gut. Insgesamt ein interessanter Schreibstil und eine gute Geschichte. Nicht so gut wie andere bisher, aber trotzdem für 3,7 von 5 Sternen reicht. Das vorletzte Hörbuch heißt Das Summen unter der Haut von Stefan Lohse. Und dem Ganzen habe ich 4 von 5 Sternen gegeben. Irgendwie die Geschichte und auch die Protagonisten wirken so real, als wäre es einfach aus dem Leben gegriffen und aufgeschrieben worden. Insgesamt wird es sehr einfach, aber einfühlsam erzählt und die Geschichte war viel zu kurz. Es ist ein leichtes Buch ohne viel Kitsch, was aber trotzdem schwere Themen behandelt. Also es war toll, nur man hätte trotzdem noch mehr in die Tiefe gehen können, also noch mehr draus machen können, dementsprechend 4 von 5 Sternen, aber trotzdem eine schöne Sommergeschichte. Und zum Schluss von Benedict Wells, Vom Ende der Einsamkeit, mein Monatsfavorit bei den Hörbüchern. Dem habe ich nämlich 4,7 von 5 Sternen gegeben. Es hatte einen wunderbaren Schreibstil, also die Sprache, hat mir einfach gefallen. Eine, ja, wirklich auch traurige, bewegende Geschichte mit sehr authentischen Figuren. Also wie gesagt, das beste Hörbuch des Monats von mir. Ja, genau, der März ist rum und das Video auch. Das waren zum einen die Bücher, wovon ich jetzt noch die beiden im April fertig lese. Von den Hörbüchern habe ich jetzt gerade keins mehr offen. Die habe ich alle noch gerade am letzten Märztag beendet. Mal gucken, was dann nächsten Monat so wird. Und ja, danke fürs Zugucken. Schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare oder über Instagram oder sonst irgendwo. Bewertet das Video gerne, so wie ihr möchtet. Schreibt Kommentare, teilt das Video, was ihr wollt. Und ja, habt einen wunderschönen April. Bis zum nächsten Video.